Mist. Oh, jetzt muss ich weg. Nein. Oh, Mann. Hi, hi, Leute. Willkommen zurück zu Dead Space. Ja, heute sind wir wieder da. Heute habe ich auch wieder mehr Zeit. Endlich die letzte Prüfung rum. Erstmal die Maus ein bisschen schneller machen. Und jetzt geht es hier auch dann spannend weiter und als Neuerung nicht mehr in 10 Minuten Folgen, sondern in 20 Minuten Folgen, weil wir eigentlich schon das nächste Projekt in den Startlöchern haben. Und sonst ist zu viel wird auf unserem Kanal, deswegen werden die Folgen jetzt hier verlängert. Und danach gibt es bald ein neues Projekt von uns. Auch sehr geiles Projekt auf jeden Fall. Aber erst will ich dieses Projekt abschließen, weil es auch ein sehr geiles Spiel ist. Und es mir sehr am Herz liegt. So, warte mal, was waren unsere Ziele? Giftkapseln zerstören, Levitan vergiften. Ups. Ah. Da unten krabbelt noch was. Da. Moment. Da war noch was. Ich sehe es nicht richtig. Ah, nein, das war... Da unten dürfte jetzt eigentlich nicht... Doch, da unten ist noch was. Ich will noch eins nach unten. Ebene 1. Ich glaube, da unten sitzt noch einer in dem Kanister-Ding drin. Auch nicht. Aber ich habe zwei Stück, muss ich noch finden. Wo die Umgebung hier vergiften. Ist da noch einer? Nein, der ist down. Gott, ich glaube, ich habe hier unten nämlich alle erwischt. Also, das ist nur da hinten, was ein bisschen klopft. Also, na. Ebene 3. Irgendwo muss ich nämlich jetzt dann noch einen töten. Noch zwei töten und dann den Leviathan mit seinen 300 Megatonnen, was er hat. So, jetzt gucken. Hier rum. Aber, warum auch immer läuft meine Zeit. Hier ist noch gar nichts. Ah, da ist einer. Bam, bam. Nebenaufgabe erfüllt. Ich hab doch gewusst, dass er noch irgendwann ist. Bin ich hier richtig? Moment. Nein, ich muss hier hinten rum. In... Wohin muss ich denn? Eins runter wieder. Ja, super. Dann fahren wir halt noch eins runter wieder. War ich doch gerade. Warum muss ich da wieder hin? Verstehe ich nicht. Ja, hier kann man... Lohnt sich die Maus echt, dass man die Intensivität, also die Geschwindigkeit runterschalten kann. Oder hochschalten kann, weil das Spiel sonst ziemlich lahmarschig ist. So, hier. Achso, dann muss ich da rum. Ah, okay. Gut, aber jedenfalls haben wir wieder so einen Giftspucker tötet. Oh Gott, hier wird auch gleich bestimmt was kommen und mir in die Suppe springen. Was habe ich denn für Waffen? Also, stimmt, ich habe nur die zwei wieder dabei. Alter. Alter. Steh ab! Was macht du? Boah, Alter. Stirb doch jetzt. Nein! Na, warum habe ich aber auch geschossen, ich Idiot? Ja, okay. Gut, das war dann ein Satz mit X. Das war ein... Ja, nix. Fuck. Mit was soll ich denn dann da draufballern? Gut. Jetzt sind wir wieder hier, meine Freunde. Willkommen wieder zurück. Nein, aber das gibt gleichen Schritttempo weiter. Aber jetzt muss ich erst wieder den Giftspucker da oben töten. Giftspucker töten muss. Dann wieder die Loks holen. Alter. So, jetzt töte ich hier kurz noch den Dinger da oben. Noch einmal. Dass der auch weg ist.
Tipp war, glaube ich, dass ich das so lasse. Also, der lasse auch immer was droppen. Oder auch nicht. Aber wie kriege ich den Fetten da jetzt klein? Das ist jetzt mal eine gute Frage. Ebene 2. Das ist so, macht man das. Jetzt weiß man wenigstens, wo man hin muss. Wie kriege ich das Viech da jetzt klein? Ich lasse jetzt mal so eingestellt. Und dann probieren wir es einfach auf die Richtung. So, aber was muss ich da töten? So, erstmal nachladen. So. So, was muss ich jetzt machen? Achso, ich muss das gelbe Ding treffen. Fuck! Jetzt hab ich's. Alter Scheiter. Gut, dass ich einigermaßen schnelle Auffassungsgabe habe. Schnell hier raus, bevor das Ding nochmal kommt. So, Audio-Log. Hier spricht Temple, stellvertretender Chief Engineer. Ich kam hier runter, weil ich Dr. Elizabeth Cross suchte, aber sie ist nicht hier. Eigentlich ist überhaupt niemand hier, nur noch mehr dieser organischen Mist. Scheiße. Ich gehe jetzt weiter zum Schürfdeck. Das ist so ziemlich der einzige Ort, an dem ich noch nicht nachgesehen habe. Das ist zu. Da kann ich meine Stase. Gut, das ist voll. Eintritt Schwerelosigkeit. Nein. So. Sehen und. Nein. X. Nein. Ach, Steuerung und V? Nein. X, Y. Ja, so. Ich kann da nirgendwo hinfliegen. Warum kann ich da nirgendwo hinspringen? Ist doch öde. Was muss ich hier machen? Ich muss hier hoch. Hier komme ich aber nicht hin. Doch, so. Jetzt. Und jetzt muss ich hier weiter. Und jetzt muss ich ein Stück zurück. Was ist das? Nein. Da brauche ich jetzt meine Stase. Okay. So, und jetzt? So. Oder auch nicht. Doch, ich muss da hin. Das ist die einzige Möglichkeit. Also das Ding wieder anhalten. C. So, jetzt hier. Mist. Oh, jetzt muss ich weg. Nein. Oh, Mann. Ich hab's fast raus, wie das funktioniert. Aber nur fast. Deswegen ist es kacke. Das Kacke ist es. Gut. Ja, mir egal, was du schwätzt. Ja, du suchst jemanden, findest ihn nicht, ist mir aber Wurst. So. 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 Jetzt. Wie komme ich da hoch? Erst dahin springen. Dann C. So. So. Oh, Gott sei Dank. Jetzt bin ich durch. Irgendwas beschießt mich. Ah, da oben. Da ist er. Gott, auch weg. Ja, natürlich, jetzt kommen die Dornen. Ist das schon ein Leviathan eigentlich?
Sir. Jetzt bin ich hier. Jetzt gehen wir mal hier hin. Ein. Wie kriege ich denn das aus? Ausschalter. Aus. So. Und jetzt? Wo muss ich hin? Dahin. Wohin? Dahin? Da ist wieder irgendwas. Was Stinkiges. Da ist er, der Letzte. Aufgabe erfüllt. Das war die letzte, Isaac. Die Atmosphärensteuerung hat einen Schalter, mit dem sie das Sauerstoffrecycling neu starten kann. So, oh. Weg mit dir! Boah. Naja, ich dachte eben, ich hätte meinen Bruder auf einem Sicherheitsmonitor gesehen, aber das ist völlig unmöglich. Eben. Aufgabe hinzugefügt, J. Atmosphäre recyceln. Okay. Das kriegen wir hin. Da springen wir gleich mal da hoch. Dann sparen wir uns die Laufwege. Noch weiter da hoch. Super. Das gefällt mir so. Achso, hier rein wieder. Wo geht's nicht hin? Ob ich erst dahin muss? Dann hier rüber muss? Ach Gott, ist das verwirrend. So, jetzt bin ich nämlich hier wieder raus. Oder auch noch nicht ganz. Moment, Moment, hier. Hier hin. So. Boah, Alter. Jetzt brauche ich wieder die Wegbeschreibung. Aber da komme ich jetzt hin. Auf jeden Fall. So, jetzt bin ich da raus. Juhu. Ende der Schwerelosigkeit. Jetzt haben wir diese Sachen auch erledigt. Schöne Sprung. Chumps hinter uns. Warum macht ihr hier so langsam? Bevor wieder das Viech kommt, gibt Gas. Jetzt sprinte. Ja. Los. Oh, Alter, der schlaft ja gleich ein. Ja, jetzt speichern wir wieder zurück, sonst müssen wir den ganzen Scheiß nochmal machen. Das will ich ja nicht. Ja, aber jetzt ist meine Maus ziemlich schnell. So. Dumm. Jetzt muss ich wieder eins runter, oder wie? Eben eins. Oh Gott, habe ich viel Zeug dabei. Glück bleibt es immer noch ein bisschen auf dem Boden zurück. Damit ich sehe, wo ich hin muss. Ja. Jungs, das war halt nichts, ne? Dass das nichts war. Gut, ich kann nicht reloaden. Dann gehen wir auf die dritte Waffe. Da habe ich jetzt eine Menge Munition.
dass ich da jede Menge Munition habe. Ja, bin ich richtig? Dass ich hier richtig bin? Juhu, wieha. Und weiter geht's. Isaac, wo bist du? Hilf mir! Sämtliche Luftschächte werden geflutet. Stickstoff- und Sauerstoffsättigung werden wiederhergestellt. Abschott. Jupa. Ja. Ich weiß, ich speichere ziemlich viel, aber ich will nicht immer so unnötig viel laufen, deswegen. Und des Lebensmittellagers aufgehoben. So, jetzt komme ich ins Lebensmittellager. Wo sind das? Achso, da hinten. Aber wir verkaufen erstmal den Stuff, was wir haben, sonst haben wir so volles Inventar. Inventar, was haben wir da? Mittelkleinen Halbleiter verkaufen. Ja, Luftkanister brauchen wir, da können wir auch eins verkaufen. Plasma-Cutter. Die brauchen ein bisschen Plasma-Energie. Kaufen. Ja, kaufen, ja. So. Kann ich nämlich meinen Plasma-Cutter, der ist eigentlich der beste, wo ich habe. Nachladen. Wo ich einen anderen eigentlich nutzen sollte. Da der mehr Energie, also mehr hat. Bum, bum, bum. Das gefällt. Alter Junge, was ist denn das denn? Logbuch der Hydrostation. Hier spricht Dr. Cross. Ich kann kaum glauben, was ich hier sehe. Das ist verrückt, total verrückt. Ich werde jetzt zum Schulter gehen. Angeblich kommen alle Überlebenden dorthin. Jacob, ich warte da auf dich. Boah, Alter, ist das alles der Leviathan? Unbekanntes Antigen ins Filtersystem injiziert. Ja. Aber ich glaube, das macht ihn jetzt nicht gerade glücklich. Das ist das Ding, das dich glücklich macht. Verdammt. Das Gift war nicht stark genug. Es lebt immer noch. Rein da und mach es unschädlich, bevor es das ganze Schiff kontaminiert. Boah, super. Das war doch mal wieder klar, dass ich jetzt den Scheiß ausbaden muss. Eintritt Schwerelosigkeit. Ist das? Wo muss ich denn hin? Ah ja, genau. Ist klar. Alter, gib das mir Bretter. Scheiße. Welches kommt jetzt? Ein Arm ist weg. Aber jetzt brauche ich erstmal Inventar. Fuck. So. Zweiter Arm ist weg. Oh, Gott sei Dank. Zum Glück haltet er nicht so viel aus. So, jetzt kommt der dritte. Ja, den haben wir auch. Und was kommt jetzt? Jetzt kommt, glaube ich, das große Maul. Oh. Lauf, Alter. Mich hat, glaube ich, jetzt verrissen. Alter, was sind das für Bälle? Jo, da war jetzt mal ein Kreis. Alter, was schießt der auf mich? Waffe 3 wählen. Nicht stehen bleiben, Isaac. Nicht stehen bleiben. Mach's Maul auf. Jetzt kommen schon wieder solche Dinger. Boah, ist das ein Bossgegner. Gott. Aber die Dinger, die peitschen, die hieben. Die kriegt. Oh, doch, ein Arm ist weg. Nachladen.
Medikit, Medikit, Medikit. Zum Glück habe ich so viel Munition dabei, dass ich das locker schaffen könnte. Halt die Schnauze. Nachladen. Oh, ist das ein Viech? Er schluckt. Aber schön hell jetzt alles. Stirbt er jetzt endlich mal oder? Kommt gleich wieder so ein Arm? Oder auch nicht? Ah, nein, geil. Besiegt. Aber ich hoffe, ich kriege jetzt was. Das wäre ja schön scheiße, wenn ich da nichts bekommen würde für so einen Monsterkampf. Isaac, du hast es geschafft. Hammond, hören Sie? Die Sauerstoffsättigung normalisiert sich. Alter. Er ist schon wieder verschwunden. Kein Zeichen seiner Rick. Dann müssen wir wohl ran. Ich habe einen Plan, der uns von diesem Schiff runterbringt. Ich habe einen SOS-Sender auf dem Schiffdeck lokalisiert. Jawohl. Wenn wir da runterkommen und ihn aktivieren, können wir vielleicht einen Notruf absetzen. Oh Gott. Krieg ich jetzt was davon? Keine Ahnung, wie lange die Töne halten wird. Aufgabe erfüllt. Ja, wo... Wo kriege ich jetzt meine Belohnung? Was ist das? Da ist was. Plasmaenergie hier. Munition. Ja, das war's anscheinend. Gut. Boah, Alter, war das jetzt fett. Das hat jetzt mal richtig Spaß gemacht. Ein richtig fetter Bossgegner. Ende der Schwerelosigkeit. Was haben wir hier? Also das war das Gift, was ich eingeleitet habe. Aber der ist ja immer noch da. Aber ich bin jetzt hier richtig, oder? Ja. Puh. Puh. Aber leider kein Ding bekommen. Keine Ressourcen. Aber speichern. Speichern ist wichtig. Alter, nach dem Leviathan-Ding. Jetzt haben wir das Schiff hier hoffentlich bald befreit von dem Zeugs. Ja, dass wir es bald befreit haben. Erstmal die 1er nachladen. Wie viel habe ich ihn? 6 Schuss. Na, das ist nicht gerade viel. Dann wäre lieber doch die 3. Da habe ich jetzt mehr Munition. Aber was ich sehr seltsam fand, dass man nur einen von den letzten 3 nur einen Arm töten musste. So. Map. Jetzt fahre ich wieder runter. Richtung Ziel. Und dann passt diese Sache. Wie viel habe ich noch von dem Zeugs? Ah ja, 200 Schuss. Wie ist jetzt Leben aus? Starser. Haben wir noch einen Starser rein. So. Gut, da sieht es auch sauber aus. Ich glaube, die Luft ist jetzt wieder schön atembar. Und jetzt haben wir die nächste Mission beendet. Jawohl. Kapitel 7 kommt jetzt. Ja, sag ich doch. Kapitel 7. Bum. Ja. Zack. Zack. Und zack. Wohin fahren wir jetzt? Hydro Flight Deck Abwrackraum. Gut, machen wir mal hier weiter. Ishimura. Wie ist es Ishimura? Ishikura. Ishimura.